So, aufgepasst, Freunde. Heute geht es um die geheime Wirkung von Kurkuma auf den menschlichen Körper. Dass Kurkuma grundsätzlich gesund ist, das wissen wir alle. Dementsprechend nehme ich auch schon seit einiger Zeit täglich Kurkuma zu mir und stelle fest, dass es meiner Gesundheit gegenüber sehr zuträglich ist. Also habe ich mir eines Tages gedacht, dass ich mich mit dem Thema Kurkuma näher beschäftigen möchte. Also was habe ich getan? Ich habe alle zur Verfügung stehenden Studien zum Thema gelesen und da bin ich auf Dinge gestoßen. Das ist unglaublich. Also was Kurkuma alles kann, es hat mich umgehauen. Und interessant ist, dass diese Informationen im deutschsprachigen Raum noch nicht publiziert wurden. Das heißt also, ich bin wieder mal der Erste, der euch diese neuen Informationen hier übermitteln darf. Und das ist ja auch der Ansatz meines Kanals, einzigartige Informationen für euch hier zur Verfügung zu stellen. Also, wenn ihr mehr davon haben möchtet, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Da warten auf jeden Fall noch einige unglaubliche Videos auf euch. Und die wollt ihr sicherlich nicht verpassen. Von daher kann ich nur empfehlen, zu abonnieren. Ich komme erst einmal zur allgemein bekannten Wirkung von Kurkuma, was die meisten von euch sehr wahrscheinlich wissen, einfach der Vollständigkeit halber. Zuerst einmal wirkt Kurkuma antioxidativ im Körper, weil es erhöht unter anderem Glutathion und Glutathion ist der Stoff, der die höchste antioxidative Wirkung im Körper hat. Dann wirkt Kurkuma natürlich sehr stark entzündungshemmend. Ja, das ist die Wirkung, die man dem Kurkuma meistens zuschreibt. Interessant ist, dass diese Wirkungen auch im Gehirn stattfinden, weil Kurkuma ist dazu in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und dann eben auch im Gehirn zu wirken. Dann wirkt Kurkuma antidiabetisch, kann also die Insulinsensitivität erhöhen, auch für den Sport unglaublich wichtig. Dann wirkt Kurkuma blutverdünnend, also du hast auch eine verbesserte Durchblutung und all diese ganzen positiven Effekte, die eine verbesserte Durchblutung mit sich bringt. Kurkuma wirkt außerdem antidepressiv und senkt den Cholesterinspiegel. Kurkuma wirkt antikanzerogen, also krebshemmend und hat auch einen Einfluss auf verschiedene Organe. Das heißt also zum Beispiel auf die Lunge, auf den Darm, auf die Augen, natürlich einen positiven Einfluss. Dann die Verdauung wird verbessert und Kurkuma hat auch eine entgiftende Wirkung. So. Das jetzt erstmal, das sind die Dinge, die ihr sehr wahrscheinlich auch schon wusstet oder zumindest die meisten Teile davon. Aber jetzt komme ich zu der geheimen Wirkung von Kurkuma, zu den Dingen, die ihr ganz sicher noch nicht wisst. Punkt Nummer 1 ist Autophagie. Über Autophagie habe ich schon häufiger mal gesprochen auf Instagram und auch auf YouTube, als ich hier die Warrior Diet zum Beispiel vorgestellt habe. Da habe ich schon erzählt, dass die Warrior Diet die Autophagie anregt. Und auch bei hartem Gewichtstraining wird Autophagie induziert. Was bedeutet das? Autophagie ist das Recycling von unbrauchbaren Zellbestandteilen zur Energiegewinnung. Ja, das heißt also, die schwachen Zellen sozusagen werden aussortiert und die starken Zellen überleben. Und dann hast du ein Mehr an Energie, in dem sozusagen ja, wie Müll verbrannt wird. Sozusagen, so kann man sich es vielleicht ein bisschen vorstellen. Und du hast eine erhöhte Energiegewinnung aus Körperfett. Und das ist ja etwas, was wir durchaus wollen. Wir wollen ja, dass unser Körperfett verbrannt wird, damit wir eben die Energie daraus beziehen können. Und das funktioniert eben per Autophagie, die eben verstärkt wird durch den Konsum von Kurkuma. Dann haben wir eine mitochondriale Biogenese. So, hört sich jetzt sehr, sehr kompliziert an, ist es aber nicht. Es bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass sich auf einem bestimmten Bereich des Körpers dann mehr Mitochondrien befinden können. Ja, und mehr Mitochondrien bedeutet mehr Energie, weil Mitochondrien, das sind so etwas wie die Kraftwerke unserer Zellen, die produzieren eben ATP und ATP ist notwendig, Adenosintriphosphat, das ist eben notwendig, damit die meisten unserer Vorgänge im Körper überhaupt funktionieren können. Zum Beispiel haben wir dann auch in der Muskulatur mehr ATP, was eben dazu führt, dass wir bessere sportliche Leistungen vollbringen können. Dritte geheime Wirkung ist, dass, jetzt wird es ganz, ganz spannend, vor allen Dingen für die, die sich pflanzlich ernähren oder ja, viele pflanzliche Dinge essen, du hast eine erhöhte Verwertung von Omega-3-Fettsäuren aus pflanzlichen Quellen. Ja, das heißt also sowas wie Chiasamen, Leinsamen, Leinsamenölen und so weiter und so fort. Weil normalerweise ist es ja so,
dass du nur diese ja, bioaktiv oder diese bioinaktive Form, könnte man sagen, ALA darin hast. Und die wird halt in gewisser Weise auch umgewandelt in die bioaktive Form DHA, allerdings nur so zu 2-3%. Wenn du jetzt allerdings Kurkuma dazu konsumierst, dann hast du eine Umwandlung um bis zu 30%. Ja, das heißt also, du hast viel mehr bioaktives Omega-3 in deinem Körper. Und der vierte Punkt ist, dass die BDNF-Level im Gehirn reduziert werden. Ja, wir wissen ja schon, dass Kurkuma dazu in der Lage ist, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden und dann eben auch eine Wirkung im Gehirn auszulösen. Das unter anderem eben, dass diese BDNF-Level im Gehirn reduziert werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Plastizität im Gehirn erhöht wird. So. Das bedeutet, du hast mehr Neuronen, hast eine bessere Vernetzung, dein Gehirn ist dazu in der Lage, neue Netzwerke zu bilden. Das resultiert dann wiederum in einem besseren Gedächtnis, in einer besseren Aufmerksamkeitsspanne, du kannst bessere Denkleistungen vollbringen. Von daher ist es natürlich äußerst wichtig für die Gehirngesundheit einfach täglich Kurkuma zu sich zu nehmen. Soll übrigens auch so sein, dass das Risiko an Alzheimer zu erkranken beispielsweise sinkt, wenn du Kurkuma täglich zu dir nimmst. Dann kommen wir zur letzten Wirkung, zur fünften geheimen Wirkung. Kurkuma ist dazu in der Lage, mehr braunes Fett zu produzieren. Jetzt kann man sagen, ja, braunes Fett, ich will gar kein Fett haben, aber du möchtest braunes Fett haben statt weißem. Ich sag dir warum. Braunes Fett, das ist das, was uns Hitze und Energie gibt. Das ist sozusagen bioaktives Fett. Und das ist das, was Körperfett verbrennt. Ja, also sozusagen so wie Kohle, die in den Ofen reingeworfen wird. Und Kurkuma ist eben dazu in der Lage, aus diesem weißen Fett braunes Fett zu machen, welches dann eben verbrannt werden kann, sodass wir im Endeffekt schlanker werden und die ganzen Vorteile davon mitnehmen können. So, das war's. Ganz kurzes Video heute. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen hoch für dieses Video. Und wie gesagt, die Studien, die werde ich dir hier verlinken. Und schick das Video doch mal bitte an jemanden, der gesundheitsbewusst ist, den das vielleicht interessieren könnte. Wäre doch eine schöne Sache. Und hier kurz vor Weihnachten oder hier in der Vorweihnachtszeit kann man doch mal den Menschen etwas Gutes tun, ein kleines Geschenk machen mit diesem Video möglicherweise. Wir sehen uns dann morgen wieder, Sonntag zum Blockbuster. Freue ich mich drauf. Ciao.